Hey Leute, Coach Steph hier. Willkommen bei einem neuen Workout zum Mitmachen. Wir machen das Ganze live, das heißt, ihr könnt daheim 1:1 mitmachen. Ich mache vor, ihr macht nach. Wir haben auf dem Programm kurzes Warm-up, 4-5 Minuten, dass wir allgemein locker sind, ein bisschen ins Schwitzen kommen. Und dann das eigentliche Workout, haben heute 4 Übungen, die wir im Tabata-Style durchziehen. Erkläre ich euch aber alles später. Ihr braucht euer eigenes Körpergewicht, ein bisschen Platz, macht euch locker und wir legen auch gleich los. Schön auf den Ballen. Locker auf der Stelle und atmen durch die Nase ein, durch den Mund aus. Während dem ganzen Workout schön tief atmen. Locker bleiben, nicht verkrampfen, sondern wirklich schön easy, locker. Und wir nehmen die Arme nach hinten. Kommen große Kreise eng an den Ohren vorbei. Kommt schön locker. Nach vorne. Machen erst alle Gelenke mal. Falls ihr das Workout daheim machen solltet, kippt am besten das Fenster, dass ihr genug Luft habt zum Atmen. Kreisen die Ellenbogen. Andere Richtung. Und die Handgelenke. Andere Richtung. Und wir machen Fäuste. Kommt, wirklich atmen. Ich sag's nicht zum Spaß. Wirklich die Luft raus. Ihr hört ihr durch das Mikro, wenn ich ausatme. Wirklich schon lang ziehen. Die Luft geht von alleine rein. Ihr müsst sie richtig rauspusten. Nach oben. Und wir lockern die Arme. Drehen den Kopf nach rechts und nach links. Und die Beinarbeit nicht vergessen. Schön auf den Ballen bleiben. Wollen den Puls ein bisschen hochjagen. Machen Halbkreise mit dem Kopf. Und wir lockern. Breiter Stand. Drehen den Oberkörper nach hinten. Der Blick geht mit. Knackst ein bisschen im Rücken. Vollkommen okay. Neigen uns leicht nach hinten. Knackst auch wieder, diesmal ein bisschen höher, Brustwirbelsäulenbereich. Und wir gehen diagonal zu den Füßen runter. Wichtig, die Knie, die Beine sind gestreckt dabei. Wir gehen in die Hocke. Wichtig, die Fersen sind auf dem Boden. Stützt uns hier ab auf den Knien. Und wir ziehen jetzt mit den Armen die Knie auseinander und bringen die Hüfte zum Boden. Ihr merkt dann auch einen leichten Dehnzug, Oberschenkel, Innenseite. Mal nur kurz halten, atmen. Nehmen jetzt die rechte Hand zum linken Fuß. Hier festhalten und den linken Arm drehen wir nach oben, Hintern runter. Kann sein, es knackst wieder ein bisschen im Rücken. Wir wechseln, andere Seite und wieder hoch. Es sind ein paar Mobilisationsübungen für den Rücken dabei, einfach, dass ihr nachher beweglich seid. Und wieder in die Mitte, wieder abstützen, Knie auseinander. Machen jetzt 10 Kniebeuge. Wir gehen hoch, 1, runter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir lockern die Beine, stehen auf dem linken Bein und das rechte kreise nach außen. Schön aus der Hüfte, wirklich hoch, rüber, runter. Nach innen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Koordination. Fallt nicht um. Wer von euch heute schon getrunken hat, hat jetzt ein Problem. Wechseln. Linkes Bein nach außen. Andere Richtung. Kleiner Tipp, macht die Workouts barfuß. Auch ohne Socken. Habt später viel mehr Grip.
viel bessere Haltung, als es beispielsweise mit Turnschuhen. Lockern die Beine nochmal. Machen noch ein paar Jumping Jacks, heißt Füße zusammen, Arme hoch und schön locker. Atmen. Komm, Luft raus. Nimm die Füße nach vorne und die Arme auch vorne hoch. Und wir lockern die Beine. Lockern die Arme, kreisen die Schultern nochmal nach hinten. Nach vorne. Wir nehmen jetzt die Fäuste hinterm Rücken zusammen, so hoch wie ihr könnt. Halten hier und dann wirklich die Brust raus. Ihr merkt dann so einen leichten Dehnzug in der vorderen Schulter. Atmen dabei. Und lockern. Das war's vom Warm-up. Also, Workout sieht folgendermaßen aus. 4 Übungen, alle 4 im Tabata-Style. Tabata heißt, wir machen die Übung 20 Sekunden lang, danach 10 Sekunden Pause. Dann wieder die Übung 20 Sekunden lang, wieder 10 Sekunden Pause. Immer Intervalle. 20-10, 20-10, 20-10. Das Ganze 8-mal. Okay, sind dann 4 Minuten, 20, 10, 20, 10, bis wir 4 Minuten voll haben und dann kommt die nächste Übung, okay? Erste Übung, Jumping Jack Squats. Für die Beine sieht so aus, ich erkläre es erst, ihr macht dann später mit. Wir machen eine Kniebeuge, wichtig, Fersen auf dem Boden, der Hintern geht runter, Rücken ist gerade und dann wieder hoch, okay? Nicht so, sondern Hintern runter, aufrecht. Das sind die Kniebeugen und die verbinden wir mit einem Jumping Jack. Sieht dann so aus. Okay, immer zusammen, Jump nach außen. Das ist der Jumping Jack Squat. 20 Sekunden, 10 Sekunden lockern, 20, 10, 20, 10. Immer so weiter. Stellen wir den Timer. Macht euch bereit, Beine lockern. 3, 2, 1 und los geht's. Kniebeuge, Jump. Kniebeuge, Jump und atmen. Komm, wenn ihr fit seid, könnt ihr natürlich schneller machen als ich. Falls ihr Anfänger seid, könnt ihr es auch langsamer machen als ich. Wichtig, dass jeder in den 10 Sekunden kurz atmen, dass jeder in den 20 Sekunden seine 100% gibt. Ob es besser ist oder schlechter, ist egal. 2, 1, nächste Runde. Schön locker. Und wir atmen wieder 10 Sekunden. War jetzt die zweite von 8. Macht euch bereit. 2, 1, dritte Runde. Auf geht's, gleich vorbei. Noch 5 Sekunden. Und Beine lockern. Ihr merkt, Beine brennen und der Puls ist oben, also Cardio und Kraft. 2, 1 und die nächste. Falls ihr wirklich Anfänger seid, könnt ihr es natürlich auch wirklich ganz langsam. Bevor ihr Pause macht, stehen bleibt, macht ihr lieber die Trockenübung dazu, okay? Aber wir wollen nicht anhalten. Lockern. Bereit machen. 3, 2, 1. Die nächste. Auf geht's. Hälfte noch 10. Noch 3, 2, 1 und wir lockern. Bald geschafft. Komm, ich habe nie gesagt, dass es leicht ist. Und los geht's.
Komm, die Hälfte wieder. Ein paar Sekunden noch. Komm, 3, 2, 1. Beine lockern. Auf was habt ihr euch denn nur eingelassen? Bereit machen. 2, 1. Und los geht's. Gleich vorbei, noch 5, noch 3 und wir lockern die Beine. Puh. Gleich vorbei, komm, gleich vorbei, durchziehen bis zum Ende. Nicht aufhören. 2, 1 und los geht's. Puh. 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 10, 8. Komm gleich vorbei. 6, 4, 2 und atmen, lockern. Puh. Komm, ganz easy. Wir haben die Jumping Jack Squats geschafft. Die Beine sind durch. Komm, schön lockern, atmen dabei. Dass der Puls wieder ein bisschen runterkommt. Puh. Puh. Die nächste Übung. Liegestütze. Die Mädels denken jetzt auch, oh Mann, ey, warum Liegestütze? Weil es eine verdammt gute Übung ist. Also ich erkläre es. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die einfache, bleibt auf den Knien und macht sie hier. Okay? Und die schwierige, die normale, auf den Füßen, hier hoch. Wichtig hierbei, Mädels, wenn ihr die einfache Variante macht, bitte nicht sowas, okay? Okay, nicht sowas. Ja, wir wollen die Hüfte strecken, hier, gerade Linie, hier, Kopf hoch und dann gehen wir hier runter. Und die Arme sind nicht seitlich irgendwo im Universum, sondern unter der Schulter. Okay, das ist die nächste. 20 Sekunden Liegestütze, so viele wie ihr könnt. Ob es 3 sind oder 30, ist egal. Hauptsache, du gehst an deine 100%. Vergleich dich nicht mit mir. Ich bin nur da, um dich anzuschreien, zu motivieren. Macht euch bereit. Puh. Liegestütze. Ach so, kleiner Tipp. Fang mit der schwierigen an. Und wenn du dann keine mehr kannst, mach die leichten weiter. So mache ich es jetzt auch im Video, okay? 3, 2, 1 und los geht's. Komm, jeder so viel er kann. Runter einatmen. Runter einatmen. Lieber weniger, dafür richtig, als viele mit falscher Technik. Und wir atmen. Kommt schön locker. Atmen. 2, 1. Nächste Runde. Puh. Puh. Und den Hintern hoch. Nicht durchhängen. Puh, atmen. Puh. 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 Gleich vorbei. Puh. Komm, noch einer. Puh, und atmen. Puh. Das ist der Moment, an dem ich merke, dass ich mein Handtuch in der Ecke hier vergessen habe. Bereit machen. Nächste Runde. Irgendwie sind die 10 Sekunden hier kürzer. Puh. Puh. Komm, wenn ihr nicht mehr könnt, auf den Knien. Puh. Eine nach dem anderen. Puh. Puh. Jede Wiederholung zählt, egal. Puh, hoch. Puh, hoch. Gleich vorbei. Jawohl. Kurz atmen. Komm, hier ist weniger Cardio, mehr Kraft drin. Puh. Macht euch bereit. Und los geht's. Puh. Puh. Atmen. Puh. Luft raus, nicht anhalten. Puh. Puh. Gleich vorbei. Puh. Noch eine. Puh. Sehr gut. Und wieder atmen. Puh. Bereit machen. 2, 1. Und die nächsten. Atmen.
Puh, komm, eine nach der anderen. Puh, sehr gut. Komm, weiter geht's. Puh. Wenn ihr nicht mehr könnt, auf den Knien. Puh. Und atmen. Auf geht's. Ihr werdet euch denken, morgen werden euch die Arme abfallen. Könnt ihr ganz sicher sein. 2, 1 und die nächste. Und Luft raus. Gleich vorbei. Noch eine. Oh, shit. Eine geht noch. Und atmen. Puh. 2, 1 und die nächste. Puh. 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 Wenn ihr nicht mehr könnt, auf den Knien. Wie gesagt, lieber richtige als falsche halbe. Puh. Und wir atmen. Noch eine Runde. Ganz witzig, wenn ihr mich auch mal schwitzen seht. Und los geht's. Komm, noch einmal die Push-Ups. Gleich vorbei. Komm, 2 gehen noch. 1. Runter und noch eine. Push. 2. Sehr gut. Wir haben die Hälfte geschafft. Liegestütze sind vorbei. Wir haben die Jumping Jack Squats. Wir haben die Liegestütze. Trink kurzen Schluck und dann geht's weiter. Okay. Wir machen weiter mit dem Rücken. Wir haben Beine, wir haben Brust. Als nächstes kommt der Rücken. Auch wieder Tabata. Ich zeig's euch. Wir gehen auf den Bauch. Hände an die Schläfe. Wir ziehen einmal hier hoch, wieder runter und einmal die Arme nach außen hoch. Mitte, außen. Mitte, außen. Wer es ein bisschen härter haben will, kann die Beine mitnehmen. Mitte, außen. Selbe Spiel, 20-10. 20-10, 20-10, bis wir die 8 Runden voll haben. Ist die vorletzte Übung. Macht euch bereit. Legt euch auf den Bauch. 3, 2, 1 und los geht's. Zeit läuft. Kommt in der Mitte hoch. Seitlich. Mitte. Seitlich. Jeder sein Tempo. Und beim Hochziehen Luft raus. Wir atmen, lockern, easy. Gleich vorbei. 3, 2, 1. Hände an die Schläfe. Gleich vorbei. Und atmen wieder. Sicher ganz witzig, wenn ihr das Training macht und im Nebenzimmer ist eure Mama oder so und hört im Fernsehen, wie einer die ganze Zeit Hu macht. Okay, nächste Runde. Atmen. Kommt auch hier wieder mehr Kraft als Cardio. Bereit machen. 2, 1 und die nächste. Gleich vorbei. Und wir atmen. Komm, ich würde die Atmung nicht so arg betonen, wenn es nicht so wichtig wäre. Nicht die Luft anhalten, atmen. Ich kann es nur oft genug sagen. Nächste Runde. Puh.
Gleich vorbei. Und atmen. Ihr merkt sicherlich oberer Rücken, Nacken, hintere Schulter. Das ist die Muskulatur, die wir gerade trainieren. 2, 1 und der nächste. Gleich vorbei. Und atmen. Komm, sind noch 2 Runden, 2 Mal noch. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und los geht's. Weiter geht's. Komm, jeder zählt, egal ob ihr nur 3 macht oder 10, ist komplett egal. Atmen. Das ist noch 1 Runde, 1 Mal noch. Dann kommen wir zur letzten Übung. 3, 2, 1, let's do this. Gleich vorbei. Okidok. Setzt euch auf den Hintern. Atmet kurz. Wir haben noch 1 Übung vor uns. Noch 4 Minuten, dann sind wir fertig. Wir haben jetzt die Beine gemacht, wir haben die Brust gemacht, wir haben den Rücken gemacht, fehlt noch der Bauch, der Rumpf. Okay? Nächste Übung nennt sich Russian Twist. Okay, ist eine Übung, ihr sitzt auf dem Hintern, gibt auch wieder hier eine einfache und eine schwere Variante. Die einfache ist Füße zusammen, Knie zusammen. Wir neigen uns zurück und drehen hier. Oberkörper ein, andere Seite. Eure gerade Bauchmuskulatur hält und die schräge Bauchmuskulatur arbeitet aktiv, dreht den Oberkörper. Wichtig, dass ihr es nicht so macht im Sitzen, sondern dass ihr euch wirklich zurücklehnt und hier dreht. Okay, dass ihr wirklich Bauchspannung habt. Fortgeschrittene, Füße hoch und hier drehen. Ich zeige es nochmal von vorne. Wichtig, dass die Knie zusammenbleiben. Falls ihr die auseinander habt, arbeiten die Adduktoren mit. Wollen wir hier nicht. Wir wollen wirklich Knie zusammen und hier drehen, dass der Bauch arbeitet. Auch wieder 2010, 2010, 2010, bis wir fertig sind. Am Anfang Füße hoch, wenn ihr nicht mehr könnt. Runter die einfache Variante. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und los geht's. Langsam kontrolliert atmen. Kopf geht mit, Blick geht mit, ganzer Körper dreht ein. Noch 5 Sekunden. Und wir atmen. Komm, dies im Vergleich einfach. Bereit machen, 3, 2, 1, die nächste. Und schön zurücklehnen. Gleich vorbei. 5 Sekunden. Und atmen. Ist immer so. Am Anfang sind die schweren Übungen und nach hinten hin wird es immer leichter, weil die Kraft nachlässt, die Konzentration nachlässt. 2, 1 und los geht's. Komm, wirklich Knie zusammen. Gleich vorbei, 5 Sekunden. Und wir atmen. Macht euch bereit. Nächste Runde in 3, 2, 1 und los geht's. Und wer nicht kann, Füße auf den Boden, Oberkörper nach hinten, drehen, atmen. Gleich vorbei. Noch 8. Noch 6, noch 4, noch 2,
Und wir atmen. Komm, locker die Beine. Hüftbeuge arbeitet natürlich auch mit. Nächste in 2, 1 und los geht's. Hälfte. Weiter geht's. 5. Und atmen. Braucht euch nicht wundern, wenn ich mich dauernd drehe. Ist einfach nur, dass ihr es von allen Seiten sehen könnt. 3, 2, 1, let's go. Ohne Schwung. Langsam kontrolliert. Noch 10. 3, 2, 1. Und wir atmen wieder. Komm, Beine lockern. Gleich vorbei, gleich geschafft. 2, 1 und los geht's. Komm, Kopf geht mit, Blick geht mit. Braucht mich nicht angucken, ihr wisst, wie es geht. Fünf, gleich vorbei. 3 und wir atmen. Wir haben noch eine Runde. Komm, noch 20 Sekunden, dann sind wir fertig für heute. 3, 2, 1, let's go. Noch 10. Komm gleich vorbei. 5, 4, 3, 2, 1. Alle hoch. Locker die Beine. Atmet kurz durch. Ich darf euch applaudieren. Ihr habt es geschafft. Wir sind fertig mit dem Workout für heute. Was ihr jetzt noch tun könnt zum Cooldown, ist zum Beispiel die Black Roll rausnehmen und euch mit der Black Roll bearbeiten, Faszientraining oder euch noch dehnen. Ich habe hier Video für euch, 15 Minuten Beine ausdehnen, verlinke ich euch in der Infobox, könnt ihr jetzt direkt noch mitmachen im Anschluss. Ist nicht ganz so anstrengend, nur noch mal zum Runterkommen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Ich habe Leute hier in der Gruppe in Heilbronn, die sagen, die Live-Workouts, Pipifax, sind viel zu einfach. Ich treffe Leute auf der Straße, die sagen, sie verrecken nach 10 Minuten. Okay, schreibt einen Kommentar, wie findet ihr die Workouts zum Mitmachen? Zu schwer, zu einfach? Genau richtig. Ansonsten abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht habt. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.